Wenn du denkst, Kartoffeln im Airfryer sind langweilig, dann pass jetzt auf. Ich zeige dir fünf verrückte Ideen, die du garantiert noch nie gesehen hast. Ja, 7 Jahre Erfahrung mit der Heißluftfritteuse, da kommen viele Ideen und eine leckere Soße ist auch dabei. Lass uns gleich loslegen. So, als erstes halbiere ich jetzt die Kartoffel. Jetzt habe ich circa zwei gleiche Hälften. Dann habe ich hier meinen schönen Schneider. Dann nehme ich jetzt den Einsatz mal raus und setze meine Kartoffel. Achso, in den Spiralenfeld habe ich das kleinste eingestellt. Setze jetzt meine Kartoffel auf. So. Jetzt habe ich hier meine erste Kartoffel. Also ich gucke so, dass die drei circa gleich groß werden. So, jetzt geht's weiter. Ich habe hier meine Folie eingelegt. Ich sprühe ein klein bisschen ein. Darauf kommen jetzt meine Kartoffelnester. Ich die Kartoffeln von oben noch. Mein Pommes-Gewürzsalz habe ich hier. Jetzt kommen die so in die Heißluftfritteuse 180 Grad für 10 Minuten. So, jetzt habe ich sie rausgeholt. Jetzt kommt in jedes Nest ein Ei. Deswegen auch das unten drunter. So, und darüber noch etwas Käse. Ja, so kommt es in die Heißluftfritteuse noch mal für 5-6 Minuten. Und schau, fertig sind die Kartoffeleiernester. Je nachdem, wie fest oder flüssig du das Ei haben möchtest, kannst es von der Zeit drinnen lassen. So. Vielleicht das mal von der Schutzschicht befreien. Und sehen wir gleich, wie das von unten aussieht. Ich drehe das mal um. Ja. Siehst du? Wie schön flüssig das in der Mitte noch geblieben ist. Außen aus den knusprigen Kartoffeln und innen das flüssige Ei. So, hier habe ich 100 Gramm knödeltes Gemüse, also Rosenkohl, den ich schon mal geputzt habe, eine Kartoffel und eine Paprika. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Die Kartoffel, die wird jetzt hier fein gerieben. So, hier habe ich jetzt meine geriebene Kartoffeln. So, hier habe ich jetzt so eine Schale, da kommen die jetzt erstmal rein. Ich drücke die jetzt nicht aus, wie man die sonst eigentlich ausdrückt. Mache ich jetzt nicht, extra nicht. So, als nächstes habe ich jetzt hier meine Paprika, die ich jetzt würfle. So, und die gewürfelte Paprika kommt jetzt auch da rein. Hier habe ich jetzt noch meine Knödelchips, meinen Rosenkohl. Den schneide ich jetzt auch klein, also erst so halbierend, dann so noch. So, jetzt kommt der restliche Rosenkohl noch dazu. Das verteile ich jetzt gut erstmal so. Jetzt kommt da Salz und Pfeffer oben drüber. Und hier habe ich noch die Ankerkraut-Gemüsebrühe. Von der mache ich jetzt auch was oben drüber. Gibt einen zusätzlichen Geschmacksrichtung noch. Das arbeite ich jetzt nochmal gut durch, damit die Gewürze überall gut rankommen. So, jetzt kannst du das Ganze nochmal mit Öl besprühen. Oder du nimmst dein Rapsöl. Also ich nehme Rapsöl, du kannst auch anderes Öl nehmen. 2 Löffelchen, das langt. Das arbeite ich jetzt hier nochmal durch. So, dürfte jetzt Öl gut überall rangekommen sein. Ja, und da kommt
die Schale jetzt hier rein, in die Heißluftfritteuse. So ist das jetzt in der Heißluftfritteuse drin. 180 Grad für 5 Minuten mache ich das erstmal, dann schaue ich mal weiter. So, 100 Milliliter Milch in den Becher und ein Ei. Das schlage ich jetzt erstmal so schon gut durch. So, hier habe ich jetzt 70 Gramm Mehl. Und zu dem Mehl kommt noch ein Teelöffel Backpulver. Das jetzt hier erstmal gut verrühre. Dann kommt das damit rein. So, ja, so passt das von der Masse. So, hier habe ich jetzt mein angeröstetes Gemüse. Das kommt jetzt erstmal da in die große Form rein. So. Das wird jetzt gut miteinander durchgearbeitet. So gut durchgearbeitet. Ich kann das jetzt hier wieder zurück. So kommt das jetzt in die Heißluftfritteuse wieder rein. So kommt das jetzt wieder in die Heißluftfritteuse, 81 Grad für 15 Minuten. So, dann werden wir mal schauen. Oh ja, das ist schon richtig gut. Das ist fest von oben. Jetzt kommt noch Reibekäse oben drüber. Nicht so einfach, wenn ich mit einer Hand das da halten muss. Weil ich jetzt diesmal in der Heißluftfritteuse drin gelassen habe mit der anderen Hand. Den Käse da rausholen. Und so überbacke ich das Ganze jetzt noch mal für 7 Minuten. So, schau, so sieht es jetzt fertig aus, sieht da lecker aus. Das holen wir jetzt da raus. Jetzt habe ich wieder hier meine Zange, die ich da jetzt ansetzen kann. Zusammen. Da oben richtig schön knusprig. So, wie lecker das ist. Sein Gemüse-Kartoffelauflauf. So, und hier habe ich noch eine Paprikaschote mit entsprechende Soße dazu. Und hier mein Gemüse. So, jetzt schauen wir uns mal näher an. Siehst du, so sieht es jetzt von unten aus. Das sind die Kartoffel-Gemüseschichten. Hier habe ich jetzt schon Hackfleisch rein, Zwiebeln klein geschnitten rein, etwas Salz schon. Jetzt kommt noch etwas Pfeffer dazu und noch Knoblauchgewürz. Ich habe mir noch überlegt, etwas von dem Pizza-Pasta-Gewürz hier noch dazu zu machen. Das passt nämlich wunderbar von der Geschmacksrichtung mit dazu. So, und das werde ich jetzt im Ninja Speedy anbraten. Dafür kommt jetzt etwas Öl unten rein. Programm habe ich schon eingestellt. Das Anbraten. Jetzt lasse ich das Öl etwas heiß werden. Das mache ich jetzt zum Test rein. Dann merke ich, wenn das Öl heiß genug ist. Und jetzt siehst du, dass das Öl heiß wird. Das geht jetzt schon leicht auseinander. Ich warte noch ein klein bisschen, dann fängt es besser noch an zu brutzeln. Ja, da sehe ich, das fängt an zu brutzeln. Jetzt hört man es ja. Das verteile ich jetzt so gut. So, jetzt kommt noch Tomatenmark und drüber. So, das schalte ich jetzt aus und lasse ich das nur noch so stehen. So, hier habe ich jetzt eine Kartoffel, die ich jetzt ganz klein, fein hoble. So, das ist die Kartoffel jetzt, die ich mit Hilfe der Brotschneidmaschine in gleiche Stücke geschnitten habe. Ich jetzt hier erstmal die Kartoffeln darauf etwas auslege. So, dann lasse ich jetzt erstmal etwas abtrocknen.
Und jetzt kommen die Kartoffeln auf diese Matte. Die Matte hat genau die Größe wie meine Christplatte. Ich lege die so leicht überlappt. So, jetzt würze ich die. Und etwas Pfeffer. Nochmal oben, Öl oben drüber. So, jetzt kommt die Silikonmatte so. Dann kann ich noch ein bisschen ausrichten. Habe noch ein bisschen mehr Platz, als ich gedacht habe. Aber passt schon so. Jetzt habe ich die Mozzarella. Also der Mozzarella kommt jetzt auch gut oben drüber. So, so kommt es jetzt in die Heißluftfritteuse. 180 Grad für 30 Minuten. Ich mache es aber erst die ersten paar Minuten auf Backen, damit der Käse oben anschmilzt und mir der nicht gleich davonfliegt eventuell. So, ich habe es jetzt nicht mehr so lange laufen lassen. Also es hätte noch 8 Minuten Restzeit gehabt, die habe ich jetzt abgebrochen. Weil das ist von oben schon richtig schön knusprig und sehr mir das doch verbrannt. Mit Hilfe meiner Matte bekomme ich das auch ganz gut daraus. Hörst du, wie schön knusprig das ist? Das kommt jetzt sachte darüber. Jetzt kommt mein Hackfleisch da drauf. Das klappe ich jetzt zu. So, jetzt habe ich so eine Platte rüber und jetzt teile ich das mit dich mal. Teile es in zwei Hälften, weil wir essen ja immer zu zweit. Ja, und ich muss es nachvertonen. Ich habe da mit der Kamera einen falschen Knopf erwischt. Das klingt ganz komisch. Jetzt habe ich hier mal angeschnitten, dass ihr da mal reinschauen konntet nochmal. Aber die Kameraeinstellung ist halt nicht ganz so richtig, wie es sein sollte. Ja, und ich habe noch ein paar Tomätchen und eine Gurke dazu gemacht. Aber uns hat es richtig lecker geschmeckt. Leider könnt ihr jetzt nicht mehr hören, wie das hier knuspert hat, wie ich da reingestochen habe. Weil das war, ja, ganz lustig. Okay, also hat super geschmeckt. Diese knusprige Kartoffelidee kannst du natürlich mit jeden beliebigen Sachen füllen. Das ist richtig lecker. Einfach mit frischen Zutaten, auch Gurke, Salat und dergleichen. So lecker. Ich habe es jetzt hier mit Hackfleisch gefüllt gehabt. Ideen gehen hier nicht aus. So, hier habe ich jetzt Kartoffeln in so Spalt geschnitten. Also das war anderthalb große Kartoffel. Einfach jetzt nur mal ein bisschen zum Abtrocknen da mit Zewa rein. Jetzt verteile ich die hier auf diesen Rost. Schaue ich mal, wie ich hinkomme. Also ich habe sie versucht, ziemlich gleichmäßig zu schneiden. Ja, die eine ist ein bisschen dicker, die andere ist ein bisschen dünner geworden. Aber ich sehe jetzt, ich komme eigentlich ganz gut zurecht mit meinen anderthalb Kartoffeln, die ich da geschnitten habe. Dass das da so passt, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Dann packe ich das da oben drauf. Jetzt brühe ich die mit Öl. Von oben gut ein. Pfeffer schon oben drüber. Und vom Pommes Gewürzsalz. Mache ich auch noch etwas leicht oben drüber. So, und ihr habt ja mitbekommen, ich bin ein Freund von 180 Grad. Das kommt jetzt auch für 180 Grad in die Heißluftfritteuse. Viertelstunde, dann schaue ich mal, wie die Kartoffeln sind. Ob das da schon langt oder ob die länger noch brauchen. Ja, dann gucken wir mal. Der 81 Grad ist noch gesund, ein bisschen hier in die 200 Grad Grenze, wo diese Schadstoffe entstehen könnten. Und so passt das. Ja, so nehme ich die jetzt dann mal komplett raus. Ja, das ist jetzt, was ich unten drunter sauber machen muss. Also ich mache da jetzt auch Kompaktpapier, nichts unten drunter. Das hindert doch irgendwie etwas. Also ich bin kein Freund von Backpapier. Einfach so kann die Luft am besten rankommen. So, jetzt hatte meine Kamera etwas versagt. Also die Kartoffeln, wie die denn nachher fertig waren, die haben ja gerade eine Viertelstunde nur gebraucht. Die hast du ruckzuck fertig. Wenn du die noch feiner schneidest, kannst du die als eine Art Chips machen. Ich hatte die zu unserem Essen dazu gemacht. Und dann hatte die so wie so eine feine Kartoffel. Ja, Krustis. Bratkartoffeln kann man ja schlecht sagen dazu, aber sie waren so in dieser Richtung. Hat richtig gut geschmeckt.
Also das ist eine Variante, wie du ganz einfach mal Kartoffeln ganz schnell, ohne vorher kochen oder sonst irgendwas dazu machen kannst. Mein neues Buch, meine Rezepte. In diesem Buch kannst du deine Rezepte eintragen. Ja, dann geht's schon los, dass du hier dein Rezept eintragen kannst. Vorspeise, Hauptspeise, Brot, Kuchen, Dessert ist. Das kannst du eintragen. Kilokalorien, ob du die bei dir mit berechnet hast. Und dann wird dir angezeigt, auf welche Seite du dein Rezept halt abgespeichert hast. So, und dann schauen wir uns mal an. Hier oben schreibst du den Namen deines Rezeptes rein. Schwierigkeitsgrad, wie du das einschätzt, ob das ein leichtes Rezept ist, mittel oder schwer kannst du ankreuzen, für wie viele Personen du das zubereitest. Ja, die Zubereitungszeit kannst du noch einstellen. Und hier geht es jetzt auch schon los, die Funktionen. Also ob du jetzt das Ganze mit Airfryer, mit Grillen, Backen, Dürren oder Anbraten machst oder ob deine Heißluftfritteuse noch eine eigene Funktion hat, das kannst du hier entsprechend eintragen. Dann kannst du hier die Temperatur und die Zeit eintragen. Und wenn du ein Zweikammersystem hast, dann kannst du hier für die zweite Kammer das auch noch eintragen. Ich hatte die Kilokalorien, die Nährwerte angesprochen, wenn du die für das Rezept ausgerechnet hast. Dann kannst du die auch hier abspeichern. Ja, dann kommt es natürlich, dass hier die Zutaten, was du alles brauchst, eintragen kannst. Hier kannst du eine interne Bemerkung dazu machen. Und hier hast du genug Platz, um dein Rezept zu beschreiben. Oder hier unten, wenn du willst, kannst du auch ein Foto von deinem Rezept machen und das mit da rein kleben. Das sind ganz viele Seiten, also du kannst da schon allerhand Rezepte drin abspeichern. Jetzt blättern wir mal nach hinten. Hier hinten ist ein Saisonkalender mit drin, vom Gemüse, Salat und Obst. Aber was dich besonders interessieren wird, das sind die Gartabellen, die hier hinterlegt sind, für Backwaren, für Eier, ja, für Fisch, für Fleisch, Gemüse, Kartoffeln. Also sehr viel Informationen stecken auch in diesen kleinen Heftchen, wo du deine eigenen Rezepte abspeichern kannst. Ja, und hier hinten mal noch weitere Bücher von mir und ein Danke an dich. Das ist jetzt mein neues Buch für dich, wo du deine eigenen Rezepte drin abspeichern kannst. Viel Spaß beim Kochen mit deiner Heißluftfritteuse. So, von den Zutaten brauchen wir heute 250 Gramm Hackfleisch, 2 Kartoffeln und ja, 250 Gramm Rosenkohl. Wenn der geputzt ist, ist es ja eh noch weniger. So, dann fange ich mal zuerst an mit dem Rosenkohl, der geputzt werden muss. Die Gewürze nachher, das Weitere, das erkläre ich nachher im Video direkt. Das zähle ich jetzt nicht vorher auch noch alles auf. So, dann schauen wir mal geputzt. Ja, geputzt sind jetzt 150, 160 Gramm. Die Knödelchen halbiere ich jetzt. Dann kommt sie da mal rein. So, die größeren tue ich auch nochmal so durch. Habe ich mich vorhin geschnitten. Ja, die Knödelchen. Das schmeckt jetzt gut mit Öl ein. Die mal kurz beiseite. Dann habe ich hier meine Kartoffeln, die ich vorher abgewaschen hatte. Wir essen gerne die Kartoffeln mit Schale, deswegen verarbeite ich die so jetzt auch weiter. Wer die nicht mit Schale will, der schält sie halt. Und in der Schale stecken ja viel Vitamine drin. Ansonsten würfle ich jetzt die Kartoffeln. Fülle ich das jetzt erstmal da rein. Von den Knödelchen überlegt, mache ich doch noch ein paar dazu jetzt. Hätte doch weniger Kartoffeln sein können. Dann die Kartoffeln auch gut mit Öl eingesprüht. Also ich nehme mal Rapsöl. Jetzt kommt Salz drüber. Pfeffer. Hier habe ich etwas noch von dem Mirador Kräuter. Nochmal in die Schweiz mitgenommen. Das kann jetzt erstmal etwas ziehen. So, jetzt geht es weiter mit meinem Hackfleisch, das ich jetzt hier so leicht auseinander mache. Und das verteile ich dann hier. So, das Hackfleisch habe ich jetzt schön locker gemacht, schön verteilt. So, jetzt brauche ich noch Zwiebel. Aber da brauche ich nur die Hälfte, das ist ja nicht so viel. Zwiebel würfle ich jetzt dafür. Ich könnte auch meinen kleinen Schneider nehmen. Aber in diesem Fall ist es ja nicht so viel. Da würfle ich jetzt einfach so. Ja, die Zwiebeln kommen jetzt da oben drüber. Ja, das wird jetzt noch mit Salz und Pfeffer gewürzt. Jetzt mache ich ausnahmsweise mal etwas Öl oben drüber, weil ich das nur leicht knusprig anbraten möchte von oben. Also das war jetzt gar nicht viel Öl. So, habe ich das alles in die Heißluftfritteuse rein. 180 Grad. Für 7 Minuten brate ich das jetzt mal an. Schau, so ist das Hackfleisch jetzt leicht angebraten, angebrutzelt. Da
Das hole ich jetzt erstmal da raus. So, jetzt sind wir mal schön verteilt. Die Schale kommt jetzt raus. Dann mache ich das da unten drunter. Meine Papier, die nehme ich in diesem Fall. Weil, wenn ich jetzt die Kuchen nehmen würde, die wären kleiner, da hätte ich nicht so viel Platz. Deswegen nehme ich jetzt Papier. So, das verteile ich jetzt gut. Ich habe von den Kartoffeln jetzt auch eine halbe wieder rausgenommen. Ja, das wird mir doch zu viel, habe ich dann überlegt. Also eine Kartoffel langt voll und ganz. So kommt es wieder in die Heißluftfritteuse. 81 Grad für 15 Minuten. Dass es jetzt schön knusprig wird. Das waren die Kartoffeln, die ich wieder rausgenommen habe. Die verarbeite ich jetzt anderweitig weiter. Da habe ich jetzt 20 Gramm Butter und hier habe ich 200 Gramm geriebenen Käse. So, hier habe ich noch 100 Milliliter Milch. Kannst auch Sahne nehmen, die habe ich jetzt nicht mehr da gehabt. Aber der Käse ist ja schon fett genug. Ich denke, da langt das so. So, jetzt habe ich da die Butter drin und einen Teelöffel Mehl. Wenn das fertig eingefroren ist, das kannst du ja so Butterwürfelchen fix und fertig machen. Dann kannst du die nehmen und kannst die in die Form machen. Ich tue das jetzt hier so ein bisschen durchkneten, dass die Butter sich mit dem Mehl gut verteilt hat. So sieht das jetzt aus. Das kannst du jetzt noch mit Käse überbacken. Ich möchte es ja diesmal anders machen, weil ich euch noch die Käsesahnesoße dazu zeigen möchte. Deswegen nehme ich das jetzt da raus. Und jetzt wechselt man am besten den Standort. Jetzt kommt diese Schale kurz in die Heißluftfritteuse rein, auf die Silikonmatte. Dann kratzt doch nichts. Wieder einschalten, 180 Grad, 3 Minuten, damit es geschmolzen ist. So, dann siehst du, dann ist das geschmolzen. Das ist schön ein bisschen schaumig geworden. Jetzt kommt meine Milch da rein. So, und jetzt der Käse erstmal ein Teil. Den verrühre ich. Und jetzt der Rest. Das verrühre ich jetzt gut. So kommt es jetzt wieder in die heiße Fritteuse. Airfryer 180 Grad. So 180 Grad, 5 Minuten, jetzt erstmal weiter. So, dann schauen wir mal. Ja, noch ein ganz klein bisschen. Noch mal ein paar Minuten danach, dass der Käse noch besser schmilzt, aber das sieht schon gut aus. Ich nehme das jetzt so, wie es hier ist, raus und gehe rüber. So, hier habe ich jetzt meine Käsesahnesoße. Die hole ich jetzt so raus. So heißt das Fritteuse. Jetzt habe ich inzwischen umgefüllt in meine Silikonform. Die ist nämlich jetzt größer. Da passt das jetzt besser. Und dadurch, dass ich jetzt die Käsesahnesoße gemacht hatte, nehme die jetzt da oben drüber. So, kommt das jetzt nochmal kurz in die Heißluftfritteuse, 180 Grad, 5 Minuten, ein bisschen knusprig überbacken noch. Ich hatte jetzt die Käsesahnesoße nicht extra mehr gewürzt, weil der Käse und alles war mir schon würzig genug. Dann ist ja auch mein Essen schon gewürzt. Das kannst du machen, wie du möchtest. Das ist jetzt der kleine Rest, den ich mal übrig gelassen habe. So sieht jetzt mein fertiges Essen aus. Wir haben jetzt die leckere Kartoffelchen, Rosenkohl, Hackfleisch, Käsesahnesoße. Guten Appetit!